Ich bin jetzt mit NEOS-Chefin Meindl-Reisinger am Telefon verbunden. Frau Meindl-Reisinger, Ihre erste Reaktion zu diesem Anschlag in Wien. Ja, einen schönen guten Abend. Ich meine, es ist ein schockierender Abend. Ich glaube, wir stehen wir alle unter Schock. Es ist ein Terrorakt, so viel dürfte mittlerweile klar sein. Und klar ist auch, das habe ich heute auch schon getwittert, dass es natürlich möglicherweise auch ein Anschlag auf unsere offene Gesellschaft ist. Und die wird aber weiter zusammenstehen und stark sein und sich gegen solche Anschläge auch wehren. Und ich möchte auch ganz explizit meine Anteilnahme den Opfern aussprechen, den Angehörigen der Opfer, den Verletzten alles Gute wünschen und den Einsatzkräften danken, die da jetzt wirklich seit Stunden unterwegs sind. Jetzt kennen wir natürlich noch kaum Hintergründe, geschweige denn gezielte Motive der Täter. Aber welche politische Reaktion wird es denn da in der nächsten Zeit brauchen? Naja, also zunächst ist es mir mal wichtig, dass wir auf die gesicherten Informationen warten. Ich habe jetzt auch in meinem Statement das gesagt, was ich bis jetzt als gesichert empfinde, dass es ein Terrorakt ist. Das wurde ja bestätigt von Innenminister und vom Bundeskanzler. Darauf verlasse ich mich. Wir haben als Parlamentsfraktionen beschlossen, es hätte ja morgen eine Sondersitzung zu einem Thema gegeben, dass diese abberaumt wird. Ich halte das für ein wichtiges Zeichen, weil sozusagen eine andere politische Debatte morgen auch meiner Meinung nach keinen Raum haben kann, weil das natürlich im Vordergrund steht. Und wir werden uns morgen um 9.30 Uhr in einer Sonderpräsidiale treffen, alle Parlamentsfraktionen, die Klubobleute. Und dann auch ein gemeinsames Statement des Parlaments veröffentlichen. Jetzt warte ich natürlich auch selber, auch persönlich auf die Informationen, die noch kommen. Ich habe schulpflichtige Kinder. Also ich werde natürlich da jetzt noch eine Zeit lang das verfolgen und hoffe, dass die Einsatzkräfte gut arbeiten und die Sicherheitslage bald wiederhergestellt ist. Klar ist aber auch, ich bleibe dabei, wenn das ein Anschlag ist, ein Terrorakt ist, der sich natürlich gegen unsere liberale, offene Gesellschaft wendet, dann werden wir uns dagegen wehren. Vielen Dank, Beate Meindl-Reisinger, NEOS-Chefin, für dieses erste Statement nach dem Anschlag. Und weil sie von gesicherten Informationen gesprochen hat, auf die sie wartet, so wie wir alle natürlich, da kann ich vorerst nur darauf verweisen, dass ein Statement des Innenministers geplant ist. Sobald wir von ihm neue Informationen bekommen, werden wir das natürlich übertragen.